Es war in erster Linie eine künstlerische Entscheidung, gerade im Zeitalter einer korrekten Aufführungspraxis und sogenannter Urtextausgaben, ganz bewusst mal die von Giacomo Puccini selbst nicht mehr vollendete Fassung seiner Oper Turandot auf die Bühne zu bringen. Schließlich hörte Arturo Toscanini bei der Mailänder Uraufführung des Werkes im April 1926 nach Lius Tod auf zu dirigieren und wandte sich ans Publikum mit den Worten: An diesem Punkt ist der Maestro gestorben, wir spielen jetzt keine Note mehr. Mit Bildern aus der heutigen Fernseh- und Medienwelt verzichten Regisseur Andreas Homucki und sein Bühnenbildner Wolfgang Gussmann sehr konsequent auf alles Dekorative in dieser Puccini-Oper. Die Überhöhung des Menschen durch das Fernsehen zum Star, zur Ikone, das ist ihr Thema. Um die Unerreichbarkeit der Prinzessin Turandot gegenüber dem einfachen Volk zu verdeutlichen. Gezeigt wird aber auch die Angst der Menschen vor Dingen, die nicht greifbar sind. Angst und das Nichtwissen darüber, woher diese Gefahr, die deutlich zu spüren ist, kommt. Höchst aktuelle Akzente also aus unserer komplizierten, modernen Zeit. Die Wechselwirkungen zwischen Realität und Medienwelt lässt freilich auch eine räumlich-spielerische Spannung entstehen, die in der Szene der Minister, dem Gegengewicht, zur düster beängstigenden Welt der Turandot, die hier als Showmaster agieren, ihren gleichermaßen komischen wie grotesken Höhepunkt finden. Die Schutzmauer aus den Rätselfragen, die Turandot um sich herum gebaut hat, bricht zusammen, da Karlaff es tatsächlich schafft, zumindest die äußere Schale der Prinzessin zu zertrümmern. Die Aggressivität des Gesangs zeigt aber auch, dass beide sich von ihren Ängsten nicht lösen können, da zur Liebe mehr gehört als nur die Eroberung. So bleibt Liu, die Weggefährtin Karlaffs, die einzige Figur, die sich im Laufe des Stückes entwickelt. Vom schüchternen Mädchen zur engagierten Frau, die der Gefühlskälte dieser Gesellschaft mutig entgegentritt. Ihr Selbstmord am Ende ist aber auch ein Signal dafür, kein Teil mehr dieser Welt aus Angst, Unterdrückung und Einsamkeit sein zu können.